Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns einen weiteren Park von Nadine an. Und der heißt Prehistoric Oregon. Oder Oregon. Oregon spricht man es, glaube ich, aus. Und der befindet sich auf der gleichnamigen Karte. Das ist schon wieder so richtig cool, wenn hier die Springbrunnen plätschern. Kommt schon eine tolle Atmosphäre rüber. Du hast ja erstmal einen riesigen Platz gebaut mit Springbrunnen und ganz vielen anderen Dekoobjekten. Bäume, Lampen, Tische, Stühle. Zum einfach mal direkt raus, dann könnt ihr hier den Hauptplatz mal sehen. Der sieht nämlich wirklich super interessant aus. Richtig schöne Wegform, sieht richtig harmonisch aus, so alles so in einem Schwung. Ich finde das auch cool mit den Bäumen hier überall. Wunderschön. Und wir gehen jetzt erstmal da vorne zu dem ersten Gehege, würde ich sagen. Das Runde da. Und da scheinen auf jeden Fall Fleischfresser zu sein. Das ist zumindest ein Futterspender für die. Ich finde es auch cool, dass man halt hier ein bisschen höher gelegen ist und dann richtig schön in das Gehege schauen kann. Oh, ich komme sogar richtig nah an den Zaun ran. Das ist ja cool. Das ist, glaube ich, ein Monolophosaurus, oder? Cool, wieso kommen die denn so nah an den Zaun? Das ist ja richtig perfekt. Kann man hier echt gut angucken. Man kann die dann auch wirklich von allen Seiten sehen, weil man da einmal komplett drum herum laufen kann. Und es fährt sogar noch eine Einschienbahn oben drüber über das Gehege. Das ist ja auch nochmal richtig cool. Aber die fährt, glaube ich, auch durch den gesamten Park, so wie es aussieht. Ja, wir gehen jetzt erstmal weiter. Hier gibt es nämlich noch einiges zu entdecken. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier vorne in diesen Turm mal rein. Und checken mal ab, was wir da so zu Gesicht bekommen. Boah, da haben wir auch nochmal einen wunderschönen Ausblick. Auf ein riesiges Gehege mit Megalosaurus sind es, glaube ich. 5 Stück. Aber alles sehr schöne Skins. Mega passend zu der Landschaft. Aber wir fahren auch gleich nochmal mit einer Gyrosphären-Tour durch, so wie es aussieht. Und da ist auch nochmal ein schöner Platz, wo man sitzen kann. Da vorne war vorhin der Eingangsbereich. Also das heißt, wenn wir hier links abgebogen, wären wir auch direkt hier hingekommen. Aber auch sehr schön wieder gemacht mit dem Gyrosphären-Schild. Und dann kann man da vorne dann an der Tour teilnehmen. Was wir natürlich direkt machen werden. Gehen mal in die Innenperspektive. Das hier ist auch wieder richtig schön gemacht mit den Felsen. Die verdecken immer so ein bisschen die Sicht und wenn man dann ein bisschen weiter fährt, kann man halt mehr erkennen. Sowas finde ich immer schön. Boah, voll getarnt. Ich dachte gerade erst, es wäre ein Stein. Aber da liegt halt einfach ein Megalosaurus. Dann wollen wir den mal nicht weiter stören. Hier kriegen wir nämlich auch noch welche zu Gesicht, die nicht gerade schlafen. Ja, wirklich eine sehr passende Skinwahl. Die sehen auch alle anders aus. Alle haben so eine andere Grundfarbe. Oh, klingen die böse. Ist doch voll das große Gehege. Ich finde es auch cool, dass du hier auf der Rückseite keine Zäune gemacht hast. Dadurch sieht es halt immer noch größer aus, wenn auf der Rückseite halt das Ganze nicht begrenzt ist mit Zäunen. Also das sind wahrscheinlich dann unsichtbare Zäune, gehe ich mal von aus. Oh, hier sind auch noch kleine Dinosaurier mit drin. Sind das Silophysis? Ich glaube schon. Ja, bei der Gehegegröße kann man das auch mal machen. So ein bisschen die
Arten mischen. Solange die sich vertragen, ist ja alles gut. Richtig tolle Felsarbeit, tolle Höhenunterschiede. Auch die Bepflanzung ist richtig gut. Das Gehege wirkt in keinem Winkel irgendwie langweilig oder sowas. Ist überall richtig interessant. Hast du dir echt Mühe gegeben. Aber ich glaube, wir kommen jetzt gleich schon zum Ende der Tour. Ja, hier geht es nochmal an den Felsen vorbei. Und jetzt geht's wieder Richtung Station. Das hat Spaß gemacht, war eine coole Tour. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal weiter in diese Richtung. Oh, hier ist auch so ein kleiner Zaun verwendet. So ein Holzzaun, den finde ich auch cool. Das sind, glaube ich, Gullies. Schön, wie die hier einfach teilweise im Wasser schlafen. Mit dem Kopf unter Wasser. Oh, und da hinten sind auch noch Stegos. Du hast hier auch so einen richtigen Fluss gemacht, der hier durchfließt. Sieht super interessant aus. Der schlängelt sich auch durch das ganze Gehege. Scheint so ein richtig großes Mischgehege zu sein. Da sind noch Edmontos, Brachios. Da hinten schlafen auch Dinosaurier am Wasser. Hier. Sind Edmontos. Das ist ja interessant. Und hier schläft auch ein Brachio. Der sieht einfach aus wie ein Stein. Alle richtig getarnt. Hier gibt es dann auch richtig viele Möglichkeiten, die Dinosaurier zu beobachten. Also hier sind überall Türme und Beobachtungsgalerien. Aber ich will jetzt mal rauszoomen. Das da hinten ist übrigens nochmal ein Turm, der in das Gehege mit der Gyrosphärenfahrt hier zeigt. Also brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt reingehen. Aber ich will euch das mal zeigen hier mit dem Wasser. Das ist so cool. Nadine hat das halt so richtig eingearbeitet in die Karte. Das ist halt wirklich hier der Fluss, der von der Karte vorgegeben ist. Und da hast du einfach so ein richtig schönes Gehege draus gemacht. Mit verschiedenen Landabschnitten. Und da hinten geht der Fluss dann weiter. Mega schön in die Karte eingearbeitet, das Gehege. Und auch die Dinosaurierwahl und Skinwahl ist wieder richtig schön. Super stimmig. Fliegt jetzt einfach mal rüber, weil dann brauchen wir nicht in jeden einzelnen Beobachtungsturm gehen. Hier vorne könnte man dann auch in die Einschienbahn einsteigen. Das hast du ja auch richtig schön gemacht mit den verschiedenen Wegfarben und den neuen Deko-Sachen. Und dann geht's auch nochmal hier zu einem Beobachtungsturm auf so einem Plateau. Ist, glaube ich, mitten im Gehege. Oh, das ist auch nochmal so ein riesiges Gehege. Das sieht alles so cool aus. Vor allem die Höhenunterschiede finde ich mega cool. Die Wege hier alle auf einer anderen Höhe sind als die Gehege. Dadurch kann man halt richtig schön auf die Gehege hinabblicken. Das klingt jetzt abwertend, aber ist natürlich mal von Vorteil, weil man dann bessere Übersicht hat. Oh, und hier sind Sauropelta und Apatus. Kann man auch perfekt erkennen. Und im Hintergrund die Lagune, die dann auch wieder ein bisschen höher ist, mit so einer richtig schönen Betonwand hier. Oh, und du hast sogar in die Lagune so eine kleine Insel eingebaut. Und dahinter erwartet uns auch noch ein Aviarium. Also der Park ist wirklich riesig. Aber hier fährt auch noch eine Jeep-Tour durch. Wenn man hier bei dem ersten Gehege den äußeren Weg nimmt, kann man auch in das Gehege, was wir gerade gesehen haben, reinschauen. Also da hat man wirklich überall perfekten Blick hin. Ja, wieder richtig schön gestaltet. Die Platzierung der Bäume gefällt mir auch richtig gut. Die verdecken immer nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Also das Gehege wirkt dann auch nicht zu offen. Hier sind auch überall Beobachtungsgalerien, also Dinosaurier kann man auf jeden Fall immer gut erkennen. Ich weiß halt nur gerade nicht, wo der Eingang in die Jurassic Tour ist. Aber wahrscheinlich auf der anderen Seite oder sowas. Könnte ich mir gut vorstellen.
fliege jetzt mal nochmal ein bisschen hoch. Und dann können wir jetzt mal von oben hier nochmal schnell die Hotelanlagen anschauen. Und hier ist auch nochmal eine Toilette, auch ganz wichtig. Und vier verschiedene Hotels nebeneinander. Wir checken einfach mal hier in das Äußerste ein und chillen uns in den Pool. Von hier aus kann man auch schon wieder in das nächste Gehege blicken. Welches von der Bepflanzung ganz anders ist. Das ist so ein sumpfigeres Gehege, sage ich mal. Also mit sehr viel Wasser. Aber da leben auch Baryonyx und Suchomimus. Die brauchen natürlich dann auch viel Wasser. Auch hier im Hintergrund hast du ganz viel mit Klippen und sowas gearbeitet. Also du hast möglichst wenig Zaun verwendet. Eigentlich ist der Zaun immer nur für die Besucher, nicht für die Dinosaurier. Finde ich mega gut. Das hier ist nämlich alles schön mit Klippen abgesteckt sozusagen. Und auch hier hast du in der Mitte wieder so eine coole Plattform mit einem Turm. Und hier ist, glaube ich, dann auch der Beginn der Jurassic Tour. Ja, da fahren wir dann gleich mal mit. Aber es sieht hier auch interessant aus. Ist nochmal einen interessanten Platz gebaut. Da kann man dann auch in die Lagune einmal reinschauen. Machen wir jetzt erstmal, bevor wir mit der Tour fahren. Da fällt natürlich besonders hier diese Insel in der Mitte auf. Sehr coole Idee. Hast du auch schön gestaltet. Leben da Dinosaurier? Wäre noch lustig gewesen, so ein Homalocephale-Gehege oder sowas hier in die Mitte zu machen. Aber ist echt eine coole Idee. Das sind Kronos, die da schwimmen. Von den Farben her bist du dir echt immer treu geblieben. Das sind alles solche, ja, rötlichen, grünlichen, graulichen, gräulichen Töne, würde ich mal sagen. Also immer passend hier zu den Pflanzen auch, die hier vorkommen. Ich finde das voll cool, wie die in so einer Gruppe hier schwimmen. Sind das überhaupt Kronos oder sind das Liopleurodon? Ich glaube, das sind Liopleurodon, ne? Ja, wollte gerade sagen. Das sah gerade von oben aus wie ein Krono, aber es ist gar nicht. Die sind auch so heftig. Sehen mega böse aus. Ist hier denn noch mehr drin? Da, ein Atom und ein Borosaurus ist noch hier drin. Oh, hier schwimmt ja ganz viel. Holy. Da gehen wir mal eben so rein mit der Kamera. Das ist ja ein richtiger Schwarm. Aber wie cool die alle zusammenschwimmen. Das ist ja mega. Habe ich so auch noch nie gesehen. Und jetzt gönnen wir uns mal die Jurassic Tour. Wir geben aber ein bisschen Gas, weil die Strecke ist, glaube ich, sehr lang. Hier haben wir Nasutoceratopse. Oparas sehe ich auch. Also hier sind wieder richtig viele verschiedene Dinosaurierarten in dem Gehege. Hier haben wir dann auch Uranus. Da sind leider wegen mir ein bisschen aufgescheucht. Also solange sie mich nicht wegrammen, ist alles gut. Ich finde das richtig schön, dass du so große Gehege gemacht hast. Das sind Sauropelter. Hier könnt ihr ihn nochmal besser sehen. Den benutze ich auch viel zu wenig. Ich finde den eigentlich voll cool von der Optik. Und hier könnt ihr jetzt nochmal die Apatos ein bisschen näher sehen. Auch wunderschöne Tiere.
Also das Gehege ist halt super spannend. Dafür, dass das so groß ist und gibt es ja auch wieder gar keine langweiligen Ecken. Also überall, wo man lang fährt, sieht es interessant aus. Das hast du wieder richtig gut gemacht. Oh, jetzt wurde die weggerammt. Aua. Ich will denen eigentlich gar keine Angst einjagen. Ich weiß nicht, warum die so panisch sind. Aber ich glaube, wir befinden uns jetzt gerade schon auf dem Rückweg. Da oben sind die Hotels. Und jetzt gehen wir einmal hinter der Lagune in das riesengroße Aviarium. Das ist hier bei diesem Platz. Ich fliege einfach mal rein. Aber hier sind auch diese neuen Landeplattformen. Und du hast auch hier Landdinosaurier mit reingemacht. Oloro Titan. Also selbst das hier ist ein Mischgehege. Oh, wie cool die alle landen. Auf den Felsen, auf den Plattformen. Geostenbergia, Pteranodon, Propiognathus. Iguanodon mit einem wunderschönen Skin. Auch ein wunderschönes Aviarium. Wirkt auch sehr lebendig, dadurch, dass hier so viele Flugsaurier sind. Cool, diese Geräuschkulisse hier ist. Und als letzten Weg gehen wir jetzt nochmal hier entlang. Da hatten wir gerade schon in das Gehege reingeschaut. Aber da führt dann auch nochmal ein Weg komplett drumherum. Auch mit einem flachen Zaun, sodass man noch, glaube ich, gerade so rüber gucken kann. So wäre das, glaube ich, aus Besucherperspektive ungefähr die Sicht. Wir gehen einfach mal hier auf die Plattform. Dann sind wir nämlich mitten im Gehege. Und von hier aus können wir dann auch nochmal in den Turm hier gehen. Fliegt jetzt einfach mal rüber. Und dann kann man hier nochmal wirklich wundervoll die ganzen Suchos und Baryonyxe sehen. Mit der Einschienbahn könnte man auch nochmal richtig viel sehen. Aber ihr wisst ja, glaube ich, mittlerweile, dass ich nicht so der Fan bin, mit der Einschienbahn mitzufahren, die einfach zu schnell ist. Aber die Gehegegestaltung hier ist auch wieder wunderschön. Und dann geht's hier hinten nochmal lang. Auch nochmal zu einem riesigen Besucherplatz. Mit Springbrunnen, Sitzmöglichkeiten, Besucherläden. Eigentlich alles, was man braucht. Ist auch hier wieder schöne Bäume platziert. Dann diese Fackeln mit dem Feuer. Mit den neuen Dekosachen, das macht schon viel aus. Da kann man schon viel rausholen. Oh, und das ist ja interessant. Du hast hier dieses offene Aviarium gemacht als Mauer. Ist auch mal was ganz anderes. Coole Idee. Das sind ja eigentlich diese Aviarien, die man so aneinander gereiht hat. Und die hast du einfach hier als Zäune benutzt, sozusagen. Habe ich so auch noch nie gesehen. Da drin leben dann zwei Rexys. Das ist auch eine ganz andere Geräuschkulisse. Das hört man, wenn ich da reinfliege. Es sind gar keine Sounds mehr, wenn man da drin ist. Wie schade. Und man hört es einfach gar nicht. Dann fliege ich mal wieder hoch. Dann hören wir auch wieder was. Ja, die Idee ist mega cool. Das ist halt immer so ein ganz anderer Zaun, der ist auch so ein bisschen geschwungen. Ich finde es auch cool, dass du in der Mitte so eine riesige Plattform gemacht hast. Oh, und da oben ist auch ein Futterspender. Das heißt, sie können dann wirklich da hochgehen und da dann fressen.
Schade, dass sie es gerade nicht machen. Hätte ich gern gesehen. Das hier sind dann wahrscheinlich Beobachtungsgalerien. Ja, genau. Das sind diese Aviarien-Beobachtungsgalerien dann. Zoom einfach nochmal raus. Dann seht ihr es nochmal von oben. Ja, auch wunderschön. Mega tolle Idee. Und auch schöne Felsarbeit hier. Und ja, Leute. Das war Prehistoric Oregon von Nadine. Wieder ein richtig toller, gelungener Park. Mit mega coolen Ideen. Also man kann sich hier wirklich super inspirieren für seine eigenen Parks. Weil ihr habt so tolle Ideen. Und ihr setzt das auch so cool um. Wunderschön wirklich. Vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Und Leute, falls ihr auch mal einen Park habt, den ihr mir einsenden wollt, dann schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.